Heute gibt es ein Update zum Thema Tattoo-Entfernung. Wie einige von euch vielleicht wissen, lasse ich mir aktuell mein Tattoo entfernen und heute gibt es diesbezüglich ein Update. Ihr habt dazu auch noch einige Fragen gestellt im Community-Tab und die möchte ich euch heute auch in diesem Video beantworten. Ich habe die Fragen so ein bisschen gegliedert, einmal in persönliche Fragen und einmal in Fragen zur Behandlung und wir starten jetzt mit letzterem. Die Frage, die die Leute meistens immer sehr brennend interessiert und die auch öfter vorgekommen ist, wie teuer ist denn so eine Tattoo-Entfernung eigentlich? Ich muss vorab erstmal sagen, ich persönlich habe dafür nichts gezahlt. Das Ganze wurde gesponsert von Ästhetik, das ist eine Kooperation, aber so eine Tattoo-Entfernung, die Kosten von der Tattoo-Entfernung variieren immer je nach Größe des Tattoos. Bedeutet, wenn du ein kleines Tattoo hast, ist es günstiger, wenn du ein großes Tattoo hast, ist es natürlich teurer. Bei Ästhetik ist es so, dass es bei 80 Euro losgeht, bei einem Mini-Tattoo, was ca. 5x5 cm ist und es endet bei 350 Euro bei einem Tattoo, was eine Größe von 20x20 cm circa hat, um einfach da mal so eine grobe Richtlinie zu bekommen. Die Kosten sind natürlich gemeint pro Behandlung und da man natürlich bei einer Tattoo-Entfernung mehrere Behandlungen braucht, kann man dann auch dementsprechend passende Pakete buchen, wo einfach die Preise dann auch dementsprechend einfach ein bisschen reduziert sind. Dieses Video ist nicht mehr im Rahmen dieser Kooperation, aber ich verlinke euch trotzdem mal die Klinik von Ästhetik da unten, falls ihr weitere Informationen zu dem Thema Preisen haben möchtet. Nächste Frage, wie lange dauert eine Sitzung? A, hängt das natürlich auch von der Größe deines Tattoos ab. Bei mir war es so, dass es ungefähr ca. 10 Minuten dauert. Das Ganze geht wirklich relativ schnell von der Hand, aber wie gesagt, ist natürlich auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie groß das Tattoo ist. Wie lange dauert es insgesamt, bis das Tattoo wirklich komplett entfernt ist? Das kann ich persönlich zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Mir wurde gesagt, zwischen 10 und 12 Sitzungen kann es dauern. Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, wie alt das Tattoo ist, zum einen, aber auch an welcher Stelle es gestochen ist und natürlich auch, wie tief das Tattoo gestochen ist. Aber ich bin jetzt gerade aktuell bei der ca. 9. oder 10. Sitzung und aktuell sieht das sehr gut aus, also ich denke mal, dass ich nicht mehr als 12 Sitzungen brauche. Verwendest du eine Betäubungssalbe und wenn ja, welche und wirkt sie gut? Ja, ich verwende eine Betäubungssalbe und das ist auch dringendst notwendig. Wirkt die gut? Ich sage jetzt mal nein, weil es einfach immer noch unfassbar schmerzhaft ist und dieser Schmerz bei dieser Entfernung von dem Laser, der ist einfach unfassbar unangenehm. Nichtsdestotrotz habe ich auch mal den Vergleich gemacht mit Salbe und ohne Salbe. Die Salbe, das ist eine Emla-Salbe, so heißt die, die wirkt, ja, aber es ist trotzdem noch schmerzhaft, definitiv. Ich verlinke euch die Salbe unten auch in der Infobox, falls ich die im Internet gefunden habe. Und meine Empfehlung an dieser Stelle, definitiv, wenn es um das Thema Betäubungssalbe geht, macht besser zwei Schichten drauf. Also eine Stunde vor der Behandlung einfach eine Schicht drauf machen, dann nochmal eine halbe Stunde vor der Behandlung noch eine Schicht drauf machen. Also ihr könnt besser mehr nehmen als zu wenig. Tut das Ganze mehr weh als ein Tattoo stechen lassen? Ja, Leute, Tattoo stechen lassen ist dagegen tatsächlich Kindergarten. Es ist eine ganz andere Art von Schmerz, aber es ist wesentlich, wesentlich schmerzhafter, ein Tattoo sich entfernen zu lassen, als sich ein Tattoo stechen zu lassen. Definitiv. Wie wird die Wunde anschließend nach der Behandlung gepflegt? Also als allererstes mal direkt nach der Behandlung kann zum Beispiel so ein Icepack auf die Wunde gelegt werden, damit der Schmerz erstmal so ein bisschen gelindert wird. Grundsätzlich ist es so, dass so eine Wund- und Heilsalbe verwendet wird, um einfach die Haut so bestmöglich zu regenerieren. Denn die Haut ist wirklich sehr, sehr beansprucht kurz nach der Behandlung. Und das würde ich dir auch jeden Tag die nächsten zwei Wochen nach der Behandlung empfehlen, einfach immer wieder eine Wund- und Heilsalbe auf die Wunde draufschmieren. Grundsätzlich würde ich dir auch empfehlen, wenn du aus der Dusche zum Beispiel aussteigst und die Haut nass ist, einfach die Stelle vorsichtig abzutupfen und nicht einfach trocken zu rubbeln. Einfach die Haut so gut es geht entlasten und was du auch machen kannst, ist einfach unfassbar viel trinken. Denn Wasser fördert die Vitalität der Haut, fördert die Durchblutung und dann wird die Haut einfach nochmal mit mehr Feuchtigkeit versorgt. Also definitiv auch anschließend nach der Behandlung so viel Wasser trinken, wie es eben nur geht. Wird das Tattoo komplett verschwinden? Naja gut, dazu kann ich jetzt aktuell noch nicht ganz so viel sagen. Ich hoffe es. Der aktuelle Stand lässt aber vermuten, dass das Ganze am Ende des Tages sehr gut aussehen wird. Mit den persönlichen Fragen. Und zwar kam die Frage, warum hast du dir damals ein Tattoo stechen lassen? Leute, was soll ich dazu sagen? Ich war noch sehr jung, ich war 16 Jahre alt und ich bin vom Typ her so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ja, dann ziehe ich das Ganze auch durch. Ich habe da meinen eigenen Kopf und habe damals nicht auf meine Eltern gehört, sondern habe meinen Kopf dann auch durchgesetzt und gerade war das auch irgendwie mega im Trend, ja, so chinesische Zeichen sich tätowieren zu lassen. Alle Fußballer hatten irgendwie Tattoos und ich fand das mega cool zum damaligen Zeitpunkt und habe dann gesagt, komm, ich mach das. Hatte das Tattoo eine Bedeutung? Ja, hatte es, beziehungsweise hat es noch, es ist ja noch zu sehen. Und zwar habe ich mir damals halt überlegt, hey, was spielt in meinem Leben die wichtigste Rolle? Was hat für mich die größte Bedeutung? Und das habe ich mir dann dementsprechend auch auf mein Bein tätowieren lassen. Das erste chinesische Zeichen hatte die Bedeutung Liebe. Das zweite chinesische Zeichen hatte die Bedeutung Gott
und das dritte Zeichen hatte die Bedeutung Familie. Warum lässt du dir das Tattoo denn jetzt eigentlich entfernen? Leute, kann ich euch sagen, Ansicht dazu hat sich einfach ein bisschen verändert, also zu Tätowierungen für mich persönlich. Ich denke einfach, dass Tätowierungen nicht zu mir passen. Ich bin eher der natürliche Typ und finde Tätowierungen an mir persönlich einfach nicht schön. Ich denke mal, das liegt auch ein Stück weit daran, dass man sich natürlich auch mit der Zeit so ein bisschen verändert. Man ändert seine Perspektive, man ändert natürlich auch ein Stück weit seinen Geschmack. Und vor, ja, 16, 17 Jahren, ja, hatte ich definitiv einen anderen Geschmack als heute, da brauchen wir nicht drüber sprechen und da hat man natürlich auch eine andere Lebenserfahrung, ja, zum aktuellen Zeitpunkt. Von daher habe ich mich dazu entschlossen, das Tattoo dementsprechend zu entfernen. Würdest du trotzdem nochmal ein Tattoo stechen lassen? Ich glaube, ich konnte mit der vorherigen Antwort diese Frage auch schon ein Stück weit beantworten. Ganz klar, nein, würde ich nicht machen, weil meine Einstellung und meine Perspektive sich dazu und zu dem Thema grundsätzlich einfach ein Stück weit verändert hat und ich Tätowierungen an mir persönlich nicht mehr schön finde. Findest du Tätowierungen im Allgemeinen schlecht? Ganz klare Antwort, nein. Wenn du der Typ dafür bist und Tätowierungen liebst oder das Thema auch so ein Stück weit liebst, ja, oder vielleicht auch verkörperst, dann kann das an dir mega lässig und mega cool aussehen. Ich denke da zum Beispiel an so ein Tattoo-Model, das gerade auch aufgrund seiner Tätowierung überhaupt bekannt geworden ist und dementsprechend auch oft gebucht wird. Oder auch zum Beispiel so ein David Beckham, der das einfach ein Stück weit lebt und das auch ein Stück weit zu seinem Stil mit dazugehört. Also, wenn du der Typ dafür bist, finde ich das richtig cool, ja. An mir finde ich Tätowierung nicht schön, bei anderen kann das unter Umständen sehr, sehr cool aussehen. Deshalb finde ich es allgemein grundsätzlich nicht schlecht. Persönlich ist es bei mir so, dass ich zum Beispiel Tätowierung an Frauen jetzt auch nicht schön finde, weil ich persönlich eher auf natürliche Schönheit setze und natürliche Schönheit einfach wesentlich interessanter und attraktiver finde. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Hattest du jemals Vor- und Nachteile bezüglich der Tätowierung im Model-Business? Das kann ich gar nicht so konkret beantworten, aber ich kann euch mein Gefühl mitgeben. Also ich beziehe es nicht nur aufs Modeln, ja, sondern einfach auf grundsätzliches Business. Ich glaube, dass schon ein Stück weit einen negativen Unterton hatte. Direkt kann ich nicht sagen, dass ich dadurch einen Nachteil hatte, aber ich bin mir sehr sicher, dass einige Kunden da auch schon drauf achten. Gerade wenn es um Natürlichkeit geht bei Shootings, dann ist es halt nun mal so, dass ein Tattoo da halt fehl am Platze ist. Einmal hatte ich tatsächlich auch einen Job, da war das Tattoo nicht gewünscht, ja. Das wurde dann dementsprechend abgedeckt mit so einer Camouflage-Creme und wie gesagt, mein persönliches Gefühl ist dann dementsprechend eher so, dass ich sage, eher nachteilig als vorteilig. Aber ich hatte ja eben auch schon angesprochen, grundsätzlich sind Tattoos natürlich weit verbreitet und viele Kunden auch im Model-Business wollen natürlich manchmal sogar auch explizit Models mit Tattoos haben. Von daher kann man jetzt nicht pauschal sagen, man hat Vor- oder Nachteile dadurch. Je nachdem, was für ein Tattoo natürlich du auch hast. Ja, ich hatte mit meinen chinesischen Zeichen da wahrscheinlich nicht das größte Glück losgezogen. Von daher kann man das nicht pauschalisieren. Aber ich würde eher sagen, bei meinem Tattoo gab es so einen leichten negativen Unterton, wenn es um Fotoshootings geht. Falls ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Tattoo-Entfernung, dann packt das auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Dann werde ich diese Fragen im letzten Abschlussvideo zum Thema Tattoo-Entfernung auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Grundsätzlich solltet ihr euch auf jeden Fall vorab ganz genau überlegen, ob ihr euch ein Tattoo stechen lassen möchtet. Wie gesagt, stechen lassen ist Kindergarten im Gegensatz zur Tattoo-Entfernung.